Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim, heute mal ganz alleine, denn das ist die letzte Folge Valheim, bevor noch zwei Specials-Folgen kommen, wo ich noch ein bisschen was zeige, ohne dass ich quatsche, also da habt ihr Ruhe vor meiner Stimme. Die letzte Folge, was machen wir heute? Ich und Darko, wir haben alles erledigt, wir haben alle Bosse besiegt, wir haben uns eine fette Base aufgebaut mit allem Pipapo. Wir haben alles, was wir brauchen, um weiterhin in Valheim zu überleben. Aber das wird nicht sehen. Ihr habt es auch gesehen, ich habe die Map Valhalla gestartet. Das ist unsere Map. Die Map Midgard war, ja, wie soll ich sagen, das ist meine private Map, wo ich so ein bisschen privat für mich spiele. Und dann haben wir noch die Creative Map, wo ich ein bisschen baue. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich den Quark hier loswerde. Nirgendwo, wow. Hier rein. So. Die Creative Map, wo ich ein bisschen baue und so weiter. Und ja, was machen wir in der Folge? Ich weiß es nicht. Es ist die letzte Folge und ja, ich kann euch ja nochmal die Base zeigen, aber bevor irgendwas passiert. Einmal das und einmal das und dazu dann noch den Debug-Mode. Aus einem, der sogar noch an war, weil ich die Folge 99 und 100, Moment, gerade eben aufgenommen habe, davor. Ach komm, Ike. So, ja, wie gesagt, ich habe jetzt vor der Folge 98, die 99 und 100 aufgenommen, deswegen ist auch die komplette Map hier aufgedeckt. Das erfahrt ihr aber alles dann in den kommenden zwei Folgen. Ja, unsere Base. Hier waren unsere Tierchen, die leider alle hops sind, durch einen Tastendruck. Hat den guten Grund, weil ich hier keine Mobs mehr in der Base haben wollte. Hier sind unsere Portale, Standard. Hier war mal, glaube ich, zu Jagdloot gekommen. Hier, nee, das war Jagdloot. Das hier war Schieß mich tot und das war keine Ahnung. Hier ist die Ebene, der Schneeberg, der Sumpf, der Dunkelwald. Ja, hier waren unsere Wuffis drin, die auch alle tot sind. Oh, cool. Ja, das könnte man ja mal ganz kurz hier remove Drops. So, alle Drops weg. Und jetzt wird's neblig. Du willst mich doch verkackeiern hier. Ja, das ist unser Häuschen gewesen. Die Map wird im Übrigen im Anschluss auch komplett gelöscht. Denn wenn wir irgendwann nochmal Valheim spielen nach den großen Updates, dann fangen wir komplett von vorne an. Hier war unser Lager oder ist noch unser Lager. Ja. Unsere Felder hier haben wir auch schon gar nicht mehr bestückt. Warum auch? Wir haben ja alles. Unsere Boote. Irgendwo auf der Map pümmelt noch ein Floß rum. Und ich glaube noch zwei von den Booten. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, ich glaube, da ist noch eins. Irgendwo ist da noch eins. Das haben wir gar nicht mehr markiert. Ja, aber was will ich heute machen? Ich wollte ja unbedingt in einer Folge mal an den Rand der Map gehen. Und deswegen auch die Commands. Denn wir werden uns an den Rand der Map bewegen. Jetzt ist nur die Frage. Wir gehen erstmal schlafen und machen Tag. Da, also so viel Zeit muss sein. Können wir gleich das ganze Holz hier reinnehmen. So. Habe ich schon meinen Spawnpunkt wieder hier.
Den musste ich wegen Folge 99 woanders setzen, um die Nacht zu überspringen. Ja, an den Rand der Welt. Der 10. Welt wollen wir gehen. Dazu gucke ich mir jetzt hier meine Positionsliste an. X-20, Z-375. Und wenn ich jetzt in... Stopp, nochmal. Wir können es doch ganz einfach machen. Ich muss mich nicht mal tippen. Welches Portal führt uns hier hinter? Jetzt müssen wir gucken. Irgendein Portal war das. Und dann will ich mal gucken, ob wir den Zwerg, den wir gefunden haben... Jo, war richtig. Okay. Und hier ist noch unser Boot. Machen wir mal ganz kurz das hier, denn das nervt. Kiste ist sowieso leer. Sehen tut uns aktuell keiner. Das heißt, wir können selbst an den Viechern vorbeigehen, ohne dass was ist. Oder an den großen blauen Nackschen. Die können wir jetzt sogar ärgern. Ha! Nix passiert. Der hier. Unser Händler. Ihr habt ja von gesehen, ich habe den Debug-Mod eingegeben. Jetzt gibt es drei bestimmte Tasten. Mit Z kann ich fliegen, mit B kann ich Kosmos bauen und mit K kann ich alle Mobs töten. Und auch die friedlichen. Deswegen waren unsere Wölfe und Schweinchen alle tot. Ich drücke jetzt einfach mal K, um zu gucken. Kill all monsters 18 Schaden. Ich dachte, der geht vielleicht auch hops. Das besitzt man ja alles. Und mit dir kann ich nicht interagieren. Das ist schade. Das ist schade, schade. Hoch hier. Was? Okay. Wir müssen in die Richtung. Wir wollen über den Rand der Map. Und da ist es mir jetzt auch egal, ob ich meinen ganzen Stuff dann verliere, falls ich sterben sollte. Solange wir uns mal das Ende der Welt angeguckt haben. Und ich muss sagen, das dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Deswegen, wir fliegen mal quer durch. Einfach mal quer durch den Wald. Ja. So, da ist das Ende der Welt. Und genau deswegen möchte ich gerne fliegen. Denn man weiß ja nie, ob man hier vielleicht irgendwo hinfällt, wo man nicht gerade hin sollte. Ne, wir gucken mal kurz. Da geht noch ein bisschen was. Halt, hoch mit dir. Oh. Hier ist das Mob, von dem wir Chitin bekommen. Jetzt sehe ich das erste Mal so richtig schön. Cool. Das ist ja nochmal ein Highlight in der Folge. Hätte ich nicht gedacht. Da ist das, da sind die Augen. Geh weg, Wasser. Da sind sie. Ha, cool. Aber wir wollen über den Rand der Map. Und da sind wir schon. Ja. Ein Riesenwasserfall, der abgeschnitten ist. Ist klar, ist ja nichts gerendert. Das sieht man jetzt, wie schön das Rendern tut. Die Map ist einfach wirklich abgekattet in einem Kreis. So, wir fliegen weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich mach gerade, wie ihr hört,
gar nichts. Ich bewege mich von ganz alleine. Aber egal, wir fliegen weiter. Mal schauen, ob wir vielleicht noch an die Wurzel kommen. Das wäre geil. Okay, wir sind irgendwie jetzt wieder im Biom Ashlands. Obwohl wir hier ganz weit draußen sind. Okay. Da hinten scheint schon wieder ein Biom zu kommen. Lol. Das ist mal interessant zu wissen. Wo kommt man hier überall hin? Aber ich glaube, ich werde immer wieder zurückgesetzt. Also weiter geht's definitiv nicht. Schade, ich wäre gern zur Wurzel. Die kam doch irgendwo hier oben. Dann fliegt man halt einfach mal in die Höhe, würde ich sagen. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Da ist die Wurzel. Sieht man gar nichts mehr von der Map. Komm, ich will einmal auf der Wurzel Yggdrasils laufen. Ich fliege sogar extra ein Stück zur Map zurück. Uff, was noch ein bisschen dauert. Boah, geil. Okay. Und man kann in die Wurzel reinfliegen. Schade, ich dachte, man könnte hier drauf laufen. Das wäre natürlich geil gewesen. Aber das geht leider nicht. Das ist schade. Oder weil ich vielleicht noch hier außerhalb der Map bin. Das kann gut sein. Deswegen, wir fliegen mal noch ein Stückchen zurück auf die Map. Ja, oben auf der Minimap sehen wir's. Da sind wir wieder. Und? Nein, schade, man fliegt durch die Wurzel durch. Schade. Das wäre ein geiles Feature gewesen, wenn man auf der Wurzel laufen könnte. Komm, wir fallen mal noch ein Stückchen. Wir sind nämlich ganz schön weit oben. Schade, das wäre natürlich ein richtig geiles Easter Egg gewesen, wenn man hier drauf laufen könnte. Um vielleicht Yggdrasils Krone zu sehen und die anderen neuen Welten. Aber leider ist dem nicht so. Schade. Oh Mann. Wow. So. Schade, ich dachte, man hätte da drauf rumlaufen können. Das wäre geil gewesen. Na dann, einmal zu 0-300. Damit wir wieder in der Base sind. Wenn wir Pech haben, fängt es gleich richtig schön an zu lecken, ne? Ja, hier sehen wir nochmal die Base von oben. Alter, was macht denn... Was hat der denn für Bewegung gemacht? Ich muss sagen, die Base ist uns gelungen. Man hätte sie natürlich vielleicht nicht so groß bauen können. Also ein Haus mit allem Pipapo drin und dran wäre echt gut gewesen. Aber ich muss sagen, passt eigentlich so, wie es ist. Und es war eine leggende Base.
Also, ich habe es selber schon mitbekommen, als ich die anderen zwei Folgen aufgenommen habe, als ich in die Base zurück bin. Die hat geleckt wie Sau. Ja, also, das hätte man niemandem in der Aufnahme zumuten können. Ja. Eine Außenbase hatten wir ja auch noch, die können wir uns auch nochmal angucken. Ne? Das war die bei der Ebene. Jetzt muss ich gerade selber lunzen. Wo war das? War das das dort denn? Nein. Es war, glaube ich, wirklich die 4. Dann gucken wir uns die Base nochmal an, die eigentlich so gut wie gar nicht genutzt wurde. Außer, wo ich mit Dark noch ein bisschen Schwarzmetall gefarmt habe. Hier sind die Felder noch bestückt, weil hier halt auch wirklich nur Gerste und Flachs wächst. So, dann gucken wir mal. Die Base ist halt nicht wirklich der Hingucker. Also eine Steinmauer, zwei Häuschen, beziehungsweise ein Häuschen und ein Schmiedeplatz. Fertig. Und hier ist unser Loxi. Hehehehe. Ich hoffe, mit denen kann man später noch mehr machen, als so streicheln. Dass die einen folgen, eventuell in den Kampf sogar, weil gegen Jaklus sind die echt, wären die echt geil. Ja. Aber damit will ich mich auch bedanken für alle die, die Valheim verfolgt haben, die mit uns zusammen bis aktuell 98 Folgen mitgefiebert haben, wie wir die Bosse besiegen, wie wir uns aufbauen und. Folge 99 und 100 wird ein kleines Special, da werde ich aber nicht viel dazu verraten. Ich werde in den zwei Folgen auch nichts sagen, man hört wirklich nur den Sound von Valheim, damit man das alles so auf sich wirken lassen kann. Wenn euch Folge 99 und 100 im Anschluss dann auch noch gefallen haben, ihr könnt gern die Kommentare voll spammen, dass ich diese zwei Folgen eventuell nochmal mit meiner Stimme aufnehmen soll, wo ich eventuell ein bisschen was dazu erzähle. Und ja, Valheim ist einfach ein richtig geiles Game. Ich warte jetzt auf die 4 ganz großen Updates, wo ein neuer Boss eingefügt wird, eventuell sogar 2 oder 3, mal schauen. Allgemein neue Gegner, neue Bauelemente, neue Dekoration und. Eventuell gibt es dann sogar die Eigenschaften, wo man Clans erstellen kann, dass wenn man jetzt auf einem Server spielt mit 10 Spielern, dass jeweils 2 5-Mann-Clans sind, die sich eventuell auch bekämpfen. Also, wenn sowas kommt, das wäre richtig geil und ja. Valheim endet mit dieser Folge noch nicht ganz. Es gibt insgesamt 100 Folgen. Nach 100 ist dann erstmal Schluss. Wenn die Updates draußen sind, wird es erneut Valheim bei mir auf dem Kanal geben. Vielleicht sogar in den Streams. Da könnt ihr gerne mal auf twitch.tv/eiklp kommen. Da streame ich ja in letzter Zeit nachmittags immer mal Minecraft-Sachen. Wenn meine Kinder nicht da sind, vormittags gibt es ab und an auch mal einen guten Morgen-Stream. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und lasst euch Folge 99 und 100 nochmal so richtig schön auf der Zunge zergehen. Spamt die Kommentare voll, lasst überall einen Daumen nach oben da, der ist vor allem ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Let's Play. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.